Die beiden wichtigsten Echos wurden gerade aktualisiert und stehen jetzt in der vierten Generation hier vor mir im komplett neuen Design auf dem Tisch. Aber ist es nur eine Designveränderung oder hat sich wirklich was getan? Zumindest sehen die beiden jetzt schon mal gleich aus und du kannst entscheiden, ob das hier die große Version von dem hier ist oder das hier die kleine Version von dem. Im Prinzip ersetzt der neue Echo aber den Echo Plus und Amazon rückt damit noch mehr das Smart Home in den Fokus seiner Bemühungen. Eigentlich schon Grund genug, sich die beiden mal wieder anzuschauen. Da ich aber außerdem durch den HomePod Mini meine Vorliebe zu kugelförmigen Smart Speakern entdeckt habe, habe ich mir die beiden in den letzten Tagen mal genauer angesehen, habe sie ausprobiert, habe Akustik und generelle Performance mit den alten Echos verglichen. Heute teile ich meine Gedanken, Erfahrungen und Testberichte, was Akustikvergleich, Format, Optik, Hardware und auch die Smart Home Funktionalität angeht. Viel Spaß! Fangen wir mit dem Dot an. Der hat ein bisschen zugelegt, ist etwas größer von der Grundfläche und ist ungefähr doppelt so hoch wie der alte. Wir sparen uns jetzt einfach mal das Unboxing. Das war sehr spartanisch. Da ist nur jeweils die Kugel, das übliche Altpapier. Nichts hier dran ist wirklich wichtig. Netzteil und beim großen Echo noch ein bisschen Luft mit eingepackt. Fangen wir mit der Hardware an. Die hat zwar bei der Größe ein bisschen zugelegt, aber der Listenpreis ist bei 60 Euro geblieben. Aber Listenpreise zahlt bei Amazon ja sowieso nie jemand. Schau mal in die Videobeschreibung, was aktuell gerade Phase ist. Die Kugel ist jetzt mit einem Netz überzogen und hat hinten einen Plastikkeil, der sich jetzt nicht besonders hochwertig anfühlt. Aber wer fasst seinen Smart Speaker schon am hinteren, unteren Rücken an? Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn der Fellüberzug einmal ganz rübergegangen wäre. Aber mich fragt ja keiner. Ansonsten gibt es wieder Stromanschluss und Klinkenstecker, um andere Lautsprecher anschließen zu können. Also der Klinkenstecker, der Stromanschluss, ist für Strom. Das geht aber sonst auch weiterhin per Bluetooth und zum Beispiel bei Sonos-Boxen, die im gleichen Netzwerk sind, auch einfach so. Und der Dot ist ja schon eher einer der schwachbrüstigen Echos, was die Akustik angeht. Erstmal haben wir oben noch die Buttons mit der Status-LED dafür, ob du das Mikrofon stumm geschaltet hast oder nicht. Und die sind etwas nach hinten gewandert, damit man sie von vorne nicht voll sieht. Die Buttons selbst fühlen sich nicht außergewöhnlich gut an. Der Druckpunkt ist in Ordnung, aber der Button selbst sieht auch nicht so super hochwertig aus. Das wirkt schon alles ein bisschen eher wie Kinderspielzeug. Ich bin kein großer Fan davon. Aber dadurch, dass das Ganze so ein bisschen komisch an den Hinterkopf gewandert ist, sieht man sie zum Glück auch deutlich weniger. Der Lichtkranz ist dafür jetzt nach unten gewandert und profitiert damit von der Reflexionsfläche des Untergrundes. Im Inneren verbaut Amazon erstmals seinen eigenen Chip, den sie selbst designt haben. Und der soll unendlich viel schneller und besser in so vielen Belangen sein. In meinen Tests fühlten die sich zumindest aktuell noch ziemlich genauso schnell an wie der alte Echo Dot. Wie alt ist New York? New York wurde am 26. Juli 1788. Zumindest aktuell. Mag sein, dass Software-Updates das noch ändern. Der Chip soll aber ermöglichen, dass mehr Sprache direkt auf dem Gerät verarbeitet wird und dadurch weniger durch die Cloud gedreht werden muss. Und das ist aus meiner Sicht sehr begrüßenswert. Neben dieser schlichten Variante, die es in mehreren Farben gibt, gibt es auch noch eine Hardware-Version mit Tieren und mit Uhren. Falls dich eins davon interessiert, verlinke ich ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Der Dot hat sonst wie sein Vorgänger 4 Mikrofone an Bord und ich konnte in der Praxis keinen Unterschied feststellen, was die Erkennung meiner Stimme angeht. Was sich hardwaretechnisch aber geändert hat, und das gilt für beide Echos, die sind jetzt erstmals gerichtet. Vorher waren die Echos, also sowohl der Dot als auch der klassische Echo, ja, als Rundum-Lautsprecher ausgelegt. So, dass du dir die theoretisch mitten in den Raum stellst und dich von überall daran erfreuen kannst. Jetzt ist der Hochtöner nach vorne gerichtet und damit sind wir bei der Akustik und zum ersten Mal musst du dir beim Dot so ein bisschen Gedanken machen, wie du ihn ausrichtest. Aber hören wir erstmal rein. In Bremen beträgt die Temperatur aktuell 13 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Es ist eindeutig klarer geworden. Wenn du mit Alexa sprichst, klingt das nicht mehr, als hätte sie eine Socke im Mund. Und auch für Podcasts und Musik ist das auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt zum alten Dot. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es dir um Tonqualität ginge, dann hättest du sowieso nicht den Dot in Betracht gezogen. Trotzdem ist die klarere Sprache sicher ein deutlicher Gewinn,
weil das ja auch das Hauptinterface zwischen dir und diesem Gerät ist. Aber ist es dir die neue Größe wert? Hier einmal der Vergleich zum alten Echo. Und übrigens ist der neue Echo Dot ziemlich genauso groß, wie der HomePod Mini von Apple sein wird. Was meinst du? Ist die bessere Tonqualität das neue größere Format wert? Bevorzugst du vielleicht sogar die Kugel? Schreib's mir gern unten in die Kommentare. Kommen wir zum neuen Echo. Und auch der hat sich verändert. Wir können ja mal hier die ganze Parade aufbauen. Der Echo vierte Generation und sein Mini-Me. Und hier nochmal jeweils mit ihren Vorgängern. Das ist auf jeden Fall die größte Veränderung, die Amazon dem Echo bisher zuteil hat werden lassen. Erstmals ist der Sprachzylinder kein Zylinder mehr. Äußerlich ist er zum ersten Mal identisch mit dem Dot. Was du daran merkst, dass die Nahaufnahmen, die ich gerade eingeblendet habe, vom Dot waren. Der Echo ist nur größer und hat ein Stativgewinde auf der Unterseite. Damit gilt für Buttons und die generelle Optik mehr oder weniger das gleiche, was ich zum Mini gesagt habe. Er hat aber zum ersten Mal eine Zigbee-Bridge eingebaut und das war bisher ein 50-Euro-Upgrade für den Echo Plus, der sich damit wohl von der Bildfläche verabschiedet. Beim Echo habe ich im Gegensatz zum Dot das Gefühl, dass er im Vergleich mit seinem Vorgänger ein bisschen weniger auffällig ist, obwohl er größer geworden ist. Ich mag zwar immer noch die Tasten nicht, aber wenn der entsprechend aufgestellt ist, so dass du auf die Schokoladenseite siehst, dann sieht er besser aus und ist irgendwie unauffälliger in die allgemeine Deko einzubinden. Ansonsten hat er natürlich auch den neuen Chip und überhaupt alles, was der Kleine neu bekommen hat. Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe, den Echo zu kaufen und die ca. 40 Euro Aufpreis zu bezahlen, die der gegenüber dem Dot regulär kostet. Der erste ist sicherlich die Akustik. Der Echo ist jetzt ebenfalls ein gerichteter Lautsprecher und feuert nicht mehr in alle Richtungen. Amazon hat offenbar akzeptiert, dass das die Art ist, wie Menschen die Echos und generell Lautsprecher in ihren Wohnungen aufstellen. Er hat sogar noch einen zweiten Hochtöner spendiert bekommen. Ich weiß nicht, wie gut du das über mein Mikrofon rüberbekommst, aber ich würde sagen, wir lassen den erstmal hier gegen seinen Vorgänger antreten. Der Ton ist schon ganz ordentlich, wenn man Größe, Preis und sonstige Funktionen berücksichtigt. Und der drückt den Mini schon einfach an die Wand. Also wenn du Musik hören willst, dann ist das kein Vergleich. Also es ist schon ein Vergleich, der Große ist deutlich besser. Ob dir das beim Musik hören aber am Ende ausreicht, musst du so ein bisschen einschätzen. Ich würde von mir sagen, dass ich so mittelmäßig anspruchsvoll bin beim Musik hören und ich finde den völlig in Ordnung, um nebenbei ein bisschen Musik zu hören oder ein bisschen akustische Untermalung zu haben, wenn man einen Besuch hat, als man noch Besuch haben durfte. Aber wenn du wirklich Musik hören willst, dann ist mir das immer noch deutlich zu wenig. Zu unklar, zu zahm und gerade wenn du den ein bisschen aufdrehst, dann zerfällt es irgendwann recht schnell. Stimmen klingen natürlich auch besser als beim Mini, aber ich würde sagen, dass der Unterschied bei gesprochenen Inhalten fast ein bisschen zu vernachlässigen ist, wenn du nicht einen sehr großen Raum damit zu füllen hast. Der hat 6 Mikrofone an Bord, 2 mehr als der kleine Bruder und erkennt das Aktivierungswort damit nochmal ein bisschen einfacher, auch wenn laut Musik läuft oder sonst irgendwelche lauten Dinge im Raum los sind. Aber kommen wir zu dem Punkt, der den Echo für mich interessant macht und der zweite gravierende Unterschied zum Echo Dot. Die Zigbee-Funktion ist im Grunde nichts Neues. Die gab es vorher im Echo Plus für mehr Geld. Jetzt ist sie in jedem neuen Echo verbaut und dürfte damit in sehr viel mehr Haushalten Einzug halten. Damit kannst du Zigbee-Geräte direkt an deinem Echo anmelden. Zum Beispiel die Philips Hue-Leuchtmittel oder günstige Sensoren und andere Geräte. Und dafür brauchst du in vielen Fällen dann nicht mehr die Bridge des Herstellers. Allerdings muss ich auch sagen, das Ganze fühlt sich schon ein bisschen halbgar an. Und es geht schon beim Hinzufügen los. Du musst die meisten Zigbee-Geräte zweimal suchen beim ersten Anlauf. Reagieren zwar die Geräte, weil die Leuchtmittel im Zweifelsfall blinken, aber der Echo findet sie dann nicht oder die App irgendwas. Also es klappt meistens erst im zweiten Anlauf. Und mit einigen der Akara-Sensoren wusste der Echo einfach gar nichts anzufangen. Ich verlinke dir einfach mal die Liste der von Amazon als kompatibel markierten Geräte unten in der Videobeschreibung. Das ist längst nicht alles, was damit funktioniert, aber wie gesagt, das, was von Amazon seinen Segen bekommen hat. Ebenfalls in der Videobeschreibung findest du Links zu den Geräten und wenn du die darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass es für dich mehr kostet. Meine ewige Dankbarkeit wäre dir quasi sicher. Kommen wir zu dem, was du dann mit den Zigbee-Geräten anstellen kannst.
Schalte das erste Licht ein. Routinen von Alexa, in die das im Prinzip eingefügt wird. Da sind Automatisierungsmöglichkeiten da und du kannst sogar Temperatur aus den Geräten auslesen. Aber insgesamt ist das Ganze doch sehr begrenzt, was du damit machen kannst. Also klar, du sparst dir im Zweifel die vielen unterschiedlichen Bridges der Hersteller. Allerdings bist du dann mit den Amazon-Routinen schon auch einigermaßen eingeschränkt. Du bekommst für die anderen Geräte keine Firmware-Updates von den anderen Herstellern und verlierst im Zweifel auch herstellerspezifische Funktionen. Bei Philips Hue zum Beispiel die Möglichkeit, das in Entertainment-Bereichen mit Bildschirminhalten zu synchronisieren. Wenn du also Zigbee-Leuchtmittel direkt an deinem Echo anmelden willst, dann reichen sicher auch einfachere und günstigere als die von Philips. Auch da verlinke ich dir unten welche in der Videobeschreibung. Allerdings muss ich auch sagen, wenn du etwas mehr machen willst als Licht an- und ausschalten und vielleicht noch den Ventilator über eine Steckdose bei einer bestimmten Temperatur einzuschalten, dann wirst du mit der Zigbee-Funktion zumindest aktuell wahrscheinlich nicht so recht glücklich. Also es ist schon ganz nett, das einfach mehr an eigene Sprachbefehle anpassen zu können, als es zum Beispiel bei HomeKit-Sachen der Fall ist. Aber insgesamt ist es doch ein bisschen eingeschränkt. Aber wahrscheinlich sind super komplexe Automationen direkt damit zu machen auch einfach nicht der Markt. Und es könnte ja im Prinzip auch jederzeit einfach per Software-Update nochmal verbessert werden. Und dann wäre es eben theoretisch schon nett, nur ein paar Echos zu kaufen und keine weiteren Bridges zu brauchen. Außer es setzt sich irgendwas anderes durch, zum Beispiel Thread. Dann brauchst du in Zukunft nochmal irgendwann eine neue Garnitur Echos. Aber versteht mich nicht falsch, ich begrüße auf jeden Fall, dass Amazon den Smart Home Teil weiter in den Mittelpunkt der Echo-Linie rückt. Das scheint ja generell Tango in der Branche zu sein, auch bei Apple mit dem HomePod Mini. Allerdings ist mir nicht ganz klar, was Amazons Strategie im Smart Home-Bereich so ist. Amazon selbst stellt ja zum Beispiel diese Steckdosen her. Wi-Fi-Steckdosen. Das ist auch ganz praktisch, weil du die dann eben auch direkt mit den Dots benutzen kannst und nicht irgendwie eine Zigbee-Bridge brauchst. Der ganze Zigbee-Teil ist ebenfalls eine gute Idee, um viele zusätzliche Geräte betreiben zu können, die es aktuell auf dem Markt gibt. Auf der Software-Seite könnte das Ganze gerne etwas weniger halbgar sein und etwas mehr Geräte zu unterstützen, aber das ist dann wieder schon ein recht großes Commitment, wirklich alle möglichen Geräte auszulesen, anzupassen für dieses eigene Gerät. Auf der anderen Seite, die vielleicht einer anderen Zukunft zugewendet ist, sind sie außerdem Teil des neuen Chip-Konsortiums bzw. Standards, das explizit nicht auf Zigbee als Funkstandard setzt. Und während Apple dann im neuen HomePod Mini, der jetzt irgendwie in Kürze erscheint, den notwendigen Chip für Thread-Kommunikation verbaut, worauf das Chip-Konsortium setzt, ist das bei Amazon offenbar nicht der Fall. Überhaupt ist die ganze Funksituation etwas komplizierter. Der neue Echo hat einen Chip, der für Amazons Sidewalk-Netzwerk benutzt werden soll und der im 900 MHz-Bereich relativ weit funken können soll. Allerdings ist auf der deutschen Amazon-Seite nichts dazu zu finden. Auf der englischen Seite spricht Amazon von bis zu einer halben Meile, also so 800 Metern Reichweite, für ein Mesh-Netzwerk, das im Zweifelsfall zusammen mit den Echos deiner Nachbarschaft auch andere Low-Power-Geräte wie Hundehalsbänder oder Schlüsselanhänger finden kann. Auch ganz spannend, aber eine völlig andere Richtung. Und nach allem, was ich in der Entwicklerdokumentation gefunden habe, ist das was anderes als Thread. Auch wenn Thread irgendwie bei 800, weiß ich nicht, 60, 70 MHz funkt und damit könnte man auch sagen im 900 MHz-Bereich. Ihre Standardisierungsbemühungen mit den anderen Herstellern zusammen erwähnen sie auch in der Entwicklerdokumentation. Allerdings ist das alles so formuliert, dass es offenbar wirklich einfach separate Initiativen sind. Und entweder hat Amazon einfach mehrere Teams, die in unterschiedliche Richtungen arbeiten, oder sie machen einfach zwei ambitionierte Projekte gleichzeitig. Haben dann dieser Kugel aber erstmal nur für eins dafür die Hardware verpasst. Oder sie verschweigen uns, dass hier auch ein Thread-Chip drin ist. So wie die deutsche Seite ja auch nichts von der ganzen Sidewalk-Funktionalität schreibt, weil die vermutlich am Anfang auch exklusiv in den USA funktionieren wird. Das ist schon alles nicht so durchsichtig. Und während ich bei Apple mehr das Gefühl habe, dass die einem größeren Plan folgen und in eine bestimmte Richtung gehen, halt in der Geschwindigkeit, mit der sich ein Gletscher fortbewegt, scheint bei Amazon hier deutlich schneller und agiler, aber auch vielleicht ein bisschen unkoordinierter und schneller geschossen zu werden. Oder sagen wir positiv, sie sind ein bisschen experimentierfreudiger. Amazon hat außerdem begriffen, dass es ganz schön wäre, wenn wir unseren Planeten behalten dürften und will jetzt seinen CO2-Fußabdruck verringern und damit eben auch deinen, wenn du ein Echo kaufst. Der verbraucht zum Beispiel weniger Strom, wenn er nicht benutzt wird. Die sind außerdem auch Teil von Amazons Climate Pledge-Friendly-Initiative, die
verschiedene Siegel und Abzeichen und irgendwelche Greenwashing-Initiativen der Firmen auf den Produktseiten etwas mehr hervorstellt. Amazon baut jetzt jedenfalls Amazon baut jetzt auf jeden Fall erneuerbare Energiequellen, um damit sauberen Strom einzuspeisen, den du dann mit deiner Alexa verfeuern kannst. Außerdem sind die Kugeln zur Hälfte aus glücklichem Erdöl und der Stoffbezug komplett aus wiederverwertetem Stoff hergestellt. Insgesamt auf jeden Fall eine sehr begrüßenswerte Initiative. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich nicht der größte Freund von Alexa bin. Die cloud-basierte Verbindung zu anderen Geräten im Smart-Home-Bereich möchte ich eigentlich vermeiden, wo immer es geht. Aber da inzwischen jede Keksdose mit einer Alexa-Integration daherkommt und es in der Vergangenheit albern teuer war, sein ganzes Haus mit Siri-Zylindern auszustatten, nutze ich vereinzelt auch mal Alexa-Geräte. Wenn dir der Cloud-Zwang und die Tatsache, dass Amazon und seine Smart-Home-Töchter nicht immer die beste Historie in Datenschutzfragen hatten, wenn dir das nicht so wichtig ist, dann kann das bei dir natürlich ganz anders aussehen. Und ich schaue auch gern regelmäßig mal über den Tellerrand. Mit den neuen Chips und dem Bestreben, mehr auf dem Gerät selbst laufen zu lassen, entwickelt Amazon die Kreisspälchen aber auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und bei den meisten von euch werden die neuen Geräte auch besser klingen als ihre Vorgänger. Aber eben auch ein bisschen mehr Raum in den Wohnungen einnehmen. Der große Echo lohnt sich, wenn du darüber Musik hörst oder einfache Smart-Home-Funktionen direkt ohne Bridge nutzen willst. Wenn du damit hauptsächlich Sprache wiedergibst oder sowieso einen externen Lautsprecher anschließt, kannst du beherzt zum Dot greifen. Allerdings auch ruhig noch zum Alten. Der wird dir jetzt gerade in Aktionen hinterhergeworfen und auch da möchte ich dir nochmal die Videobeschreibung ans Herz legen für aktuelle Preise, weil die bei Amazon ja mehr schwanken als ein Schlauchboot in Seenot. Wenn du noch Fragen zu den neuen Echos hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und mich würde auch mal interessieren, was ihr von den neuen Formen haltet. Also zum ersten Mal keine Zylinder oder Bierdeckel. Wenn du neu hier bist, dann abonniere gerne diesen Kanal, dann verpasst du zukünftig keine Videos zu Technik für zu Hause und zum Beispiel auch nicht, wenn ich diese Kugeln mit dem HomePod Mini von Apple um die Wette brüllen lasse, der ja so groß ist wie der hier und so viel kostet wie der hier. Bis dahin kannst du hier weiterschauen oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.